So. Wollen wir mal gucken. So. Ah, das wackelt ein bisschen. Okay. Ja, hast du verloren. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Wenn du ins Wasser fällst, bist du halt beim Eimer. Och, das ist nervig. So ein Level noch zum Ende. Das ist so ein bisschen schade. Ich habe mich halt echt auf... Ich habe mich halt darauf gefreut, um ehrlich zu sein. Fand ich aber ein bisschen schade, dass halt so einzelne Level halt so ekelhaft sind. Keinen Spaß mehr hat. Gut, hier kann man nichts finden, ne? Meine Fresse, ey. Das war knapp. Hier wirst du gleich doppelt bestraft. Lol, ein Octoblock, do. Au. Komm. Put, put, put. Put, put, put. Au. Yo! Oh wei. Oh.
Ach, Mann. Kann sie übertreiben. Das war gemein. Doch mal gut sein, übertreib's mal nicht. Ach Mann. Bisschen übertrieben, ne? Ich meine, klar, ich weigere mich auch, den Muschi-Modus einzusetzen, aber... Wollt ihr jetzt von vorne anfangen? Also mit den, Was war das denn? Ja, ein bisschen buggy noch das Spiel, ha? Ich war da schon längst draußen. Also wenn sie schon so einen langen Bosskampf eingeben, dann bitte bug frei. Die Bomben kaputt gehen können. Bin jetzt ein bisschen schwierig. Da zu viel auf dem Bildschirm loszulassen. Jetzt über deren Leiche in den nächsten Abschnitt. Jetzt muss ich auch noch Kackschlüssel finden, ey. Boah. Die werden alle nochmal alle Mechaniken. Nochmal aufgesetzt, die das Spiel zu bieten hat. Yo. Nee.
Wer bist du? Ich bin Koa. Wie bist du in mein Haus gekommen? Was ist das für ein Ding? Das ist kein Ding. Sie heißen Apropos und ich bin durch die Höhle reingekommen. Aber wie hast du diese Grotte gefunden? Herr Echo hat uns eine Karte gegeben. Echo Doro hat was? Wie hast du ihn genannt? Anscheinend reicht es nicht aus, ihnen eine Unterwassergrotte zu ziehen, um zu zeigen, dass man ihnen in Ruhe gelassen werden will. Kleiner, du kannst dein Ding nehmen und wieder gehen. Wir können das auf die einfache oder die harte Tour machen. Hey, jetzt sei doch nicht so unhöflich. Dann auf die harte Tour. Verschwinde! Eieiei! Alter, ich brauche viel zu lange dafür. Habe ich das Gefühl. Go, 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 go! Kriegst aber auch keinen richtigen Speed, ne? Naja, solide Silber. Ah, ich bin schon wieder gestrandet. Was hast du bloß? Mädchen, wie kann ich Hau absagen, sodass du es verstehst? Du könntest versuchen, mich nett zu bitten. Was? Du hast mich gehört, Kleine. Ich bin wirklich müde. Verschwinde. Bitte. Schon besser. Warum willst du so unbedingt, dass ich wieder gehe? Ich bin gerne allein. Du scheinst wirklich gerne allein zu sein. Du hast versucht, uns mit deiner Galeone zu überfahren. Und jetzt bin ich gestrandet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Herrn Echo Echo Doro heißt. Herr Echo ist so ein lächerlicher Name. Aber ich schätze, alles ist besser als Echo Doro. Ich bin übrigens hier, um etwas zu holen, das ihm gehört. Eine Sonnenbrille. Warum willst du die? Anscheinend ist sie ihm sehr wichtig. Ihr müsste hier irgendwo sein. Du hast ja eine Menge. Du hast ja eine Menge Dinge. Warum willst du alleine sein? Du stellst so viele Fragen. Würdest du antworten, müsste ich nicht so viele stellen. Weil ich nicht mehr der bin, der ich mal war, Mädchen. Meine Zeit ist vorüber. Aber du bist ja noch hier. So meine ich das nicht. Ich meine, egal, das sind Erwachsenen-Dinge. Du bist wirklich komisch. Ja, du redest so viel. Vielleicht. Hier ist sie. Nimm sie. Vielen Dank. Ja, es war eine ganz fröhliche, liebe Art, aber die kann halt auch echt nerven. Kommst du nicht mit? Nach draußen? Nein, eher nicht, Mädchen. Ich glaube, Herr Echo würde dich wirklich gern sehen. Und alle anderen auch. Na komm. Hallo! Wir haben dich so vermisst! Weißt du was? Ich habe jetzt meine eigene Galeone. Das sehe ich, ja. Sind das Tentakel? Du bist gegangen, ohne etwas zu sagen. Wir dachten schon, bitte geh nie wieder. Bitte, das ist mir etwas zu viel. Tut mir leid, tut mir leid. Sie scheinen alle ziemlich emotional zu werden. Ja, Lizio ist richtig laut geworden. Sag mal, Koa, wie hast du ihn davon überzeugt, mit rauszukommen? Tief in seinen Innern wollte er es tun. Das müssen wir feiern. Ja, wir bereiten ein Rennen vor mit Feuerwerk, Kanonen und... Ich gehe wieder rein. Nein, warte bitte. Ihr habt etwas übertrieben. Können einfach eine Party schmeißen, das genügt. Ah, okay, eine Party könnte gehen. Gibt es da auch Häppchen? Ich hoffe, es gibt Häppchen. Ja, natürlich. Und jemand hat was von einem Feuerwerk gesagt? Na gut, ein Feuerwerk wäre nett. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eins gesehen habe. Vielleicht deshalb, weil es sie noch nicht gab. Als du das letzte Mal draußen warst.
Ritti, tut mir leid, tut mir leid. Ich bin froh, dich wiederzusehen, Captain. Ich auch, kleine Schiffsjunge. Wirklich. Okay. Gut. Das ging simpel. Koa, hallo Kleine. Hallo. Du konntest also mit ihm reden. Und nicht nur das, du hast ihn sogar überredet, rauszukommen. Was hast du gemacht? Ich habe daran gedacht, wie ja, was Jaja immer sagte. Liebe geht durch den Magen. Eine weise Frau. Ich habe ihm von Takas Reiskuchen erzählt und Awans ankorischen Salat. Armer Kerl, wer weiß, was der da drin gegessen hat. Als er sich das Essen an das Essen in Mara erinnert hat, war es nicht mehr schwer, ihn zu überzeugen, rauszukommen. Vielen Dank euch beiden, ganz im Ernst. Ihr habt Grand Lum sehr geholfen. Ihr seid wunderbar, Kinder. Und jetzt geht und genießt die Party. Ihr habt es euch verdient. Alle Piraten sind gekommen. Ich finde es toll, Quelles wieder so zu sehen. Ja, ist wohl ganz gar nicht so übel. Ganz schön viele Leute. Komm schon, Napopo. Ach, Kleine, noch eine Sache. Komm doch zum Leuchtturm, wenn du fertig bist. Party! Freut mich, dass Caleb so glücklich. Danke, Mädchen, für alles. War mir ein Vergnügen. Ja, dir danke ich auch. Immer so aufgebracht. Ja, ist auch schön. Koa, hast du meine Sonnenbrille? Natürlich, ohne die wäre ich niemals zurückgekommen. Hier, bitte sehr. Vielen Dank. Ich habe sie vor langer Zeit verloren. Das ist die erste Sonnenbrille, die ich je besessen habe. Ein Geschenk von Herrn Loom. Mit der habe ich noch nie mich so cool gefühlt. Sie war ein Zeichen der Anerkennung und des Respekts meines Captains. Als er ging, ist sie dort geblieben. Ich habe nie den Mut aufgebracht, zurückkehren nach ihr zu suchen. Freut mich, dass du sie wieder hast. Aber du brauchst keine Sonnenbrille, um cool zu sein. Du bist so schon toll, wie du bist. Danke dir, Kleine. Hattest du eine schöne Zeit? Ja, und wie? Und du? Ich auch. Das nächste Mal kannst du mir direkt sagen, was du willst. Es ist völlig unnötig, ein Dorf zu plündern, um ein Rennen zu organisieren, um mich zu Piratin zu machen. Also, willst du endlich eine Piratin werden? Ich glaube, ich habe beschlossen, keine Piratin zu werden. Du willst es also immer noch nicht? Nicht einmal nach all den Prüfungen? Genau. Aber warum nicht? Weil ich es nicht will. Punkt. Ich werde das werden, was ich sein will. Und ich brauche niemanden, der für mich entscheidet. Ich kann Piratin sein, Matrosin, Abenteurerin, Farmerin oder was auch immer ich will. Und wann immer ich will. Warum hast du denn alle Prüfungen abgeschlossen? Anfangs, weil ich alle Sachen für Quelle zurückbekommen wollte. Aber zu Ende hin, weil sie Spaß gemacht haben. Oh, ich schätze, das ist gut. Beim Piratendasein geht es ja darum, Spaß zu haben. Aber Napopo will Piratin werden. Die wildeste von allen. Aua! Ich habe Angst davor, nachts ins Wasser zu gehen. Warum gibt es da so bissige Krokodile? Ich hinterfrage das mal nicht länger. Super. Schweinchen sind am Schlafen, das ist gut. Party, yay! Ah, schön. Zum Leuchtturm. Hast du dich gesund ernährt? Ich bemühe mich. Du gehst nicht nach Hause ohne ein paar Töpfe von meiner Muschelsuppe. Da fällt mir ein, ich muss etwas von dem Tee herbeschaffen, den ich angebaut habe. Ach, die beiden. Kommst du nicht zur Party, Edigan? Ich glaube, ich lehne dankend ab. Ich mag solche Feierlichkeiten nicht. In dem Augenblick, wenn er es nicht erwartet, dem Augenblick, wenn er nicht auf der Hut ist, greifen wir an. Ach, Mädels, seid doch mal nicht so böse. Schlussendlich wurde niemand ein neuer Pirat. Das denkst du vielleicht. Ich bin ein Pirat, ich auch. Aber niemand wurde zum neuen Piraten ernannt. Es würde es mich interessieren, was sie sagen. Aber du hast gesehen, wie hilflos sie sind. Viele der Prüfungen waren erst halb fertig und Koa musste ihnen helfen. Akachi und Litio konnten den Koloss nicht unter Kontrolle halten und Regatta hat die Kontrolle über ihre Drohnen verloren. Wir werden Piraten, egal ob man uns ernennt. Und wir werden unser eigenes Schiff haben. Und du bist unser Schiffsjunge.
Du bist unser erster Offizier. Ich habe mich mit nichts davon einverstanden erklärt. Wir werden endlich unabhängig. Scheint ja gar nicht so schwer zu sein, erwachsen zu sein. Na dann. Glückwunsch, du hast alle Prüfungen bestanden, auch wenn ich den Koloss gerne noch weiter repariert hätte. Aber wenn dies so nicht gewesen wäre, hätte ich genug Zeit gehabt, die Prüfung noch komplexer zu machen. Puh, ich fand die auch so schon schwer genug. Ich weiß. Aber dich hält doch nichts auf. Ich hoffe, dass ich die ganze Arbeit hier schnell erledigen kann. Dann kann ich mich wieder dem eisernen Riesen widmen. Ich hoffe nur, ich soll ihn nicht noch einmal testen. Ach ja. In letzter Zeit ist auf der Insel viel los. Gefällt dir das nicht? Nicht so. Ich hab mehr. Vielleicht mache ich Urlaub. So, was haben wir hier? Wie läuft's mit den Piraten da, Samayo? Nicht übel, gar nicht übel. Und wie kommst du mit dem Restaurant zurecht, ohne deinen Star-Koch? Nicht übel, gar nicht übel. Ach, die beiden. Das sind schon zwei. So, meine Nachricht erhalten. Ja, und? Musstest du Koa bitten, sie mir zu bringen? Ich dachte, das wäre lustig. Du bist niedlich, wenn du rot wirst. Okay, ich dachte, die wäre mit Blitzio verbündelt. Na, ja, vielleicht sind es einfach nur gute Freundinnen. Vielleicht haben sie das auch nur eingebracht, weil es ja unbedingt jetzt jedes Spiel haben muss. Und du sagst, zu jeder Zeit könnten hier irgendwelche unsichtbaren magischen Wesen herumfliegen? Ja. Und warum können wir sie nicht sehen? Weil sie nicht gesehen werden möchten. Aber warum nicht? Das weiß ich nicht. Aber die beiden, die haben sich bestimmt sehr viel zu erzählen. Es sind aber einige Geister. 1, 2, 3, 4. Den gibt es zweimal. Den da oben auch. Hey Mädchen, bring mir noch was. Bring mir noch was davon. Oh. Noch mehr? Aber du hast für den Rest noch gar nicht bezahlt. Meine Geldbörse ist da hinten. Die soll ich doch jetzt nicht extra holen gehen, oder? Nein, natürlich nicht. Bleib, wo du bist. Entspann dich. Geduld, Taka, Geduld. Hallo, Saimi. Wir sind zurück. Mhm. Hallo, Kinder. Ihr habt ein tolles Abenteuer erlebt, nicht wahr? Es war wirklich toll, weißt du. Haku erkannte dieses Meer wie ihre Westentasche. Sie wäre glücklich mit dem Wissen, dass du hier ein schönes Leben führst. Sie wäre stolz darauf zu sehen, wer du geworden bist, Koa. Fast so stolz wie ich auf sie. Ich vermisse sie. Das ist normal, meine Kleine. Ich vermisse sie auch. Ja, ich höre es auch. Was ist das? Ein Feuerwerk. Ich habe hier ein Wassermeloneis. Willst du eins? Na klar. Am warmen Sonnenabenden gibt es nichts Besseres als Eis. Koa, da sagst du ein super Wort. Ach ja, Feuerwerk. Ist schon schön. Koa and the Five Pirates of Mara. Es war okay, das Spiel tatsächlich. Ein Spiel von Talpia Games, Chibik und Undercoders. Interessant. Gameplay Design. Ah, macht der Chibik da nicht mehr mit? Boss-Design, Level-Design, Produktion. Schade. Der hat mir nämlich Sommer und Mara geschenkt. Künstlerische Gestaltung? Ja, schick, schick, tatsächlich. Miriam Barea, zusätzlich Konzeptzeichnung, 3D-Requisito. Ja, das sieht man alles an sich ganz gut. Hier hätte wirklich der Sommer und Mara bisschen lauter hätte sein können. Das letzte Level mit diesem Brummen im Hintergrund, das muss ich sagen, war einfach nix. Naja. Gut. Super. Jetzt haben wir eigentlich alles. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn ihr wollt, kann ich nochmal versuchen, 100% zu holen, aber in meinen Augen reicht das jetzt erstmal. Also dann, Leute, macht's gut. Tschüss.